Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute esse ich ein McDonald's Menü und zwar als Vegetarier. Das heißt keine Burger, kein Big Mac, kein McRib, nichts außer ja zum Beispiel Salat oder so. Keine Ahnung, ich kenne mich damit ja nicht aus. Pommes darf man essen, aber das wird zu langweilig. Deswegen habe ich auf jeden Fall keine Pommes bestellt. So Leute, ich bin mir gar nicht sicher, was ich jetzt bestellen soll. Bestell irgendwas, was ich normalerweise niemals bestellen würde. Oh Mann, ey, ich habe jetzt schon keinen Bock, weil ich habe so einen Hunger und ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich habe jetzt eigentlich richtig Bock auf Royal Käse oder sowas. Und jetzt bestelle ich einfach mal einen Salat und so. Oh, ist die Kamera geil, Alter, diese Qualität. Ist einfach komplett nachts. Ich hätte gern einen Salat. Diese mit Hähnchen oder ohne? Ohne Hähnchen. Dazu ein Wasser ohne Kohlensäure. Genau, und dazu noch ein Veggie-Burger. Warte, 6,82. Oh mein Gott, ist das teuer. Ist das teuer, ey. Haben Sie den Veggie-Burger schon mal probiert? Schmeckt der? Oh, hätte ich nicht gedacht. Nee, wie bitte? Nee, noch nie. Oh, okay, ich bin mal gespannt. Er hat ihn also schon mal probiert und er schmeckt gut. Ich bin gespannt. Würden euch mal, wie ich jetzt einfach nach McDonald's gehe, meinen Bruder holen, weil er noch drin ist. Und ich weiß nicht, wie lange er noch braucht, weil er schon voll lange drin und so. Peinlich. Hier ist der Kassenbon. Ich habe 6,82 € bezahlt, also echt happig. Und zwar bestellt habe ich einen Veggie-Burger, eine... Oh mein Gott, der halbe Liter Wasser hat einfach 2,79 € gekostet, ey, und plus 25 Cent Pfand. Heftig. Oh mein Gott, ich habe noch einen Veggie-Burger bestellt und der kostet einfach mal 1,99 €. Ich dachte, der kostet 1 €. Und natürlich ein Salat, was auch sonst. Also, dazu ist noch ein Dressing. Was ist das denn? Balsamico-Dressing. Ich habe ja keine Ahnung von sowas. Oh, es riecht richtig eklig. Das Ding ist, mit Essen habe ich schlechte Erfahrungen. Ich habe keinen Bock, mir den ganzen Salat zu versauen. Deswegen mache ich ein bisschen was in die Deckel. Gönnt euch mal, wie eklig es aussieht. Wie Cola. Ja, und probiere es mal hier mit. Oh, wer ist das denn schon? Es ist ja ekelhaft. Da brauche ich erstmal einen Schluck von diesem mega teuren Wasser. Es ist einfach mal teurer als Fidschi-Wasser, ey. Krank. Obwohl... Ja gut, nicht ganz, aber fast. Aber ich muss sagen, er schmeckt mega erfrischend, weil ja, ist halt, wie man vielleicht noch sehen kann, recht kalt. Wo ist mein Telefon jetzt? Scheiß Handy, ey. Also mein Handy finde ich jetzt nicht. Ich hätte ganz gerne gegoogelt, was dieses Wasser kostet, wenn man es normal bei Amazon kauft. Blend es auf jeden Fall jetzt mal ein, also bin mal gespannt. Dann habe ich hier wieder Servietten am Start und Besteck. Wie kann man aber so respektlos der Umwelt gegenüber sein, um das einzeln zu verpacken, ey? Das ist doch echt. Bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie der Burger schmeckt. Erstmal esse ich den Salat auf. Salat halt einfach. Ich frage mich gerade, wofür das Messer? Warum haben die nicht einfach eine Joghurtsoße zugepackt? Es schmeckt sehr gesund und jetzt auf jeden Fall der Burger. Ich bin so gespannt. Der Typ hat ja gesagt, das schmeckt gut. Hä, lol. Hier ist ja sogar Käse mit drauf. Wusste ich gar nicht. Der schmeckt ganz gut, alles außer die Bulette. Schau mal, wie das aussieht. Voll ekelig irgendwie. So, also... Der Burger war ganz okay. Das war alles essbar, aber nicht lecker. Also das Wasser war halt okay. Ist halt Wasser. Was soll man da verkehrt machen? Die Frage ist, würde ich das wieder bestellen? Nein. Ich glaube nichts davon. Das Wasser ist okay, aber schmeckt, es ist einfach viel zu teuer. Weil da bekomme ich die gleiche Menge an Cola und Cola schmeckt besser. Also das soll es auch gewesen sein. Schreibt auch mal unten in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gegessen habt. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und ciao.